So, und da sind wir wieder im Splatville und es geht mit strammen Schritten auf das Splatfest zu, auf das erste Splatfest im Jahr 2023. Aber zuerst haben Muri, Mantaro und Marco noch etwas zu sagen. Kleine Nachrichten hier am Rande. Nichts Weltbewegendes. Jawohl, macht Beute, Leute. Und schon geht's los. Macht Beute, Leute ist übrigens dieser neue Slogan bei Star Wars, bei Splatoon 3. Und wir haben ja drei Moderatoren jetzt hier am Start. Cool. Wir schauen uns erst ein bisschen um. Mal schauen, für welche Teams schon entschieden haben. Wir sind ja im Team Scharf. Diesmal Spicy. Deswegen die Chili Show da auf dem Thumbnail. Zum einen Scharf. Es fließt natürlich Paprika und Chili durch unser Alienblut und durch unser Inklingblut natürlich auch. Zum anderen mal eine andere Farbe, mal was anderes, mal rot. Ja, gut, bei Ketchup versus Mayo habe ich auch Ketchup genommen, weil mir die Mayo-Farbe dann doch ein bisschen aussah, irgendwie wie mit Eierbombe hier rumzuspritzen. Naja, das ist auch jetzt irgendwie ein bisschen nicht so, das sieht irgendwie falsch aus und alles. Aber ich weiche vom Thema ab. Wir sind scharf natürlich, weil sauer, gut, sauer kann auch ganz, ganz gut sein und kann auch ganz gut schmecken. Jetzt weniger Sauergurken, sondern eher so, ich weiß nicht, Ahoi-Brause oder sowas, das ist auch ganz nice. Oder ich tue ja auch immer Zitronensaft in den Orangensaft rein, das ist gesünder und schmeckt auch gut. Aber süß geht ja gar nicht, ne? Also süß geht überhaupt nicht, ne? Das ist was für Glühwein nach süßer hier oder Fanta nach süßer, wenn euch das vielleicht lieber ist, wenn ihr keinen Alkohol mögt. Und wir gehen ins erste Spiel. Wir spielen heute natürlich wieder drei knackige Runden. Mein Training, wo ich wirklich in Endlosschleife Splatoon spiele, das will ich euch jetzt wirklich nicht antun. Weil ich will euch ja nicht hier langweilen mit Stunden und tagelangem Rumgeballer und Abgesplatter. Und es geht los. Wir starten das Spiel mit einem cool, cool, cool. Und es ist wieder Orange gegen Blau. Orangensaft gegen Fensterputzmittel. Wir spielen wieder drei Runden. Also das habe ich schon gesagt. Und ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr mit eurem Tipp richtig lagt. 0:3, 1:3, 2:3. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Und da ist jemand hinter uns. Und können wir... Autsch! So, und schon zum ersten Mal abgesplattet von Tukatrukuk durch einen Kleckser. Ja, toll. Aber wir feuern hier cool an, weil die Booyah-Bomben sind auf unserer Seite und das gegnerische Team hat schon Gefahr. Ja, das war jetzt ein kleiner Bug. Wahrscheinlich die Festplatte, nämlich jetzt die Weichplatte, ja. Weil klar, wenn es Festplatte gibt, gibt es auch eine Weichplatte. Autsch! Ich soll ja nicht so viel quatschen, sondern eher was spielen. Wobei, das ist jetzt schon wieder derselbe Spieler gewesen, wo uns schon mal abgesplattert oder Spielerin. Das weiß man ja nicht so genau. Ich weiß noch nicht, ob es irgendwann auch eine geschlechtsneutrale Bezeichnung für Spieler gibt. Das heißt ja auch der Fußball und nicht die Fußballin und was Fußball oder... Ach, egal. Und schon wieder... Ui! Junior Kleckser. Wer denkt sich solche Namen aus? Sind das irgendwelche Kinder oder oder vielleicht irgendwelche Erwachsene, die cool wirken wollen und so tun, als wären sie irgendwelche coolen jungen Leute und hier so... Ui! Nee, die geben sich dann nochmal also andere Namen. Die geben sich noch peinlichere Namen. Ja, jetzt sind wir schon ganz schön oft weggesplattet worden und kam zum Einfärben gekommen. Das triggert mich ein bisschen, weil ich bin eher so der Färber und nicht der Töter und schon Gefahr auf unserer Seite. Obwohl es sieht, es sind schon mehr wie 50% für den Gegner eingefärbt. Und und es geht schon in die letzte Minute. Ob das noch was wird, wage ich zu bezweifeln. Und das auch noch voll erwischt von Nathan oder Nathan. Wahrscheinlich an Nathan. Da spielt wahrscheinlich jemand mit dem Weihnachtsgeschenk, ja. Und der Kreditkarte vom Papi.
Das ist doch schön. Nein, das ist bestimmt Nathan. Mit Namen, und Nathan ist erledigt. So, das heißt jetzt davon Nathan. Ja. Und nicht weinen. Splatoon ist kein Kinderspielzeug. Na gut, das ist ein bisschen schon, aber ist ja egal. Es ist ja ein Shooter, aber ein kinderfreundlicher Shooter. Wohlgemerkt. Autsch. Und ja, es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus, aber für das blaue Team eben. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und das war's. Und wir gucken auf das Endergebnis. Was sagt der Miezemeister? Oh je, es sieht verheerend aus. Das war ein Satz mit X, war leider nix. Aber ein blaues Team hat gewonnen. Ja, warum nicht? Blau. Sei schlau, mach blau. Ne? Gehen wir in die zweite Runde. Revierkampf, das war die Makrelen. Makrelenwerft. Ja, auf Platz 3. Man sieht nicht mehr, auf welchem Level die Spieler sind. Wo, das sieht man jedenfalls nicht hier in den Ergebnistabellen oder so. Im Splatoon 2 hat man es noch gesehen und konnte man sagen, ah, okay, da hat dich jetzt jemand ein Level 100er da eingeseift. Das ist dann ganz klar, dass der besser ist. Wobei das auch nicht immer ein Garant ist, dass man besser ist. Man kann ja auch in den Level hochsteigen, auch wenn man die Spiele verliert. Übrigens, viele Spiele zu gewinnen, das ist nicht nur ein Eigenverdienst, das ist natürlich der Verdienst von einem ganzen Team. Manche flexen da ja mal sehr gern damit, sagen, oh, ich habe schon hochgelevelt und ich und ich habe so viele Spiele gewonnen. Nee, also wenn man meine Spiele genau beobachtet, hat man gesehen, dass es, oder weiß man, dass ich manchmal enorm viel einfärbe und trotzdem enorm viel Einfärbe, enorm viel Gegner wegsplatter und trotzdem das Team verliert. Aber jetzt gehen wir in Runde 2. Diesmal Pfefferminzgrün. Oder? Das ist doch Pfefferminz. Oder nennt man diese Farbe Türkis? Also für mich ist das Pfefferminz. Da muss ich immer gleich an Pfefferminz-Eis denken. Das ist übrigens meine Lieblings-Eissorte. Gut, Bananeneis ist auch ganz gut. Autsch. Oh, dieses. Das ist schon wieder dieser Tinkertu. Ich kann das gar nicht so schnell lesen. Aber manchmal, da hat man immer denselben Gegner und auf den stürzen sich irgendwie alle und der scheint aber auch nicht wegsplättbar zu sein. Ich will jetzt nicht tötbar sein, es könnte sein, dass Kinder zugucken. Der ist irgendwie nie besiegbar, egal wie oft, dass man auf ihn draufballert. Keine Ahnung warum, der steht immer an derselben Stelle. So, es ist Steck 77 habe ich, aber Turke. Und es sind die stehen immer an derselben Stelle, die splatten immer alle weg. Manchmal mit so einer Waffe oder mit einem Sniper. Und machen aber dann am Ende die meisten Punkte, gewinnen das Team. Oder das Team gewinnt dann. Und das ist irgendwie ein bisschen mittelprächtig. Auch wie das Spiel hier. Und schon wieder von diesem Kleckser hat er. Oder die, oder das. Ich sag einfach immer der, wenn ich nicht weiß, was es sein soll. Weil das ist immer mit diesem geschlechtsspezifischen Sprechen. Tim Allen würde sagen, das ist ein männliches Spiel und fertig. So, und schon wieder erwischt. Tuk-Tooth. Was soll denn das sein? Tuk ist ein Keks und Tooth heißt Zahn. Naja gut, um Kekse zu essen, braucht man schon Zähne. Oh, nee. Oh, ja, du, toll. Also, du stehst jetzt bestimmt heute Nacht im Bett. Puh, ich hab Kipsplatt ständig weggesplattet. Ach so, der Name ist nochmal ganz groß nach rechts eingeblendet. Ja, toll, da kann man ja wirklich stolz drauf sein. Das ist wirklich ganz toll. Stirb doch jetzt mal. Jawohl, aber wieder nicht. So, der Hammerhai, der Haihammer hat's gerichtet ein bisschen. Aber auch wieder nicht ein Erzfeind weggesplattet hier, den Champion hier. Es gibt ja verschiedene Arten von Splatoon-Spieler. Manche, die machen wirklich nur Kills, also sind nur darauf aus, Kills zu machen. Und manche färben nur ein. Wobei, wie will man einfärben, wenn man immer von denselben Leuten hier weggesplattet wird? Und ich versuche ja immer beides.
Weil wenn man immer weggesplättet wird, wie will man dann einfärben? Aber auch hier die zweite Runde sieht nicht gut aus. Dank Tuktooth ist das ein 0-2 für den Gegner Tuktooth. Normalherrscher-Legende hat er sich als Titel genommen. Oh, das sieht ja überhaupt nicht arrogant aus. Naja, sehr viel eingesplattet. Gehen wir in die dritte und letzte Runde. Und das hin und her gehopst ist keine Absicht, das ist die Steuerung. Tuktooth, wo ist er denn? Er ist am Einfärben auf Platz 2. Ich auf Platz 1, seht ihr. Beim Einfärben bin ich auf Platz 1, habe immerhin 3 Kills geschafft und 1327 Punkte. Und Tuktooth hat 13 Kills, ist nur einmal weggesplattet worden. Also der war wirklich nur darauf auszukillen. Das funktioniert sehr gut, wenn man zum Beispiel über Discord oder so miteinander verbunden ist und dann miteinander sprechen kann. Ja, toll. Die Verbindung ist fehlgeschlagen. Ja, super. Dann eben nochmal. Dann kann man sich koordinieren, kann sagen, hey, du machst, du splattest bloß Leute weg, während ich bloß einfärbe. Das ist gut möglich, dass das Leute sind, die sich hier absprechen oder in Verbindung stehen. Habe ich ja auch schon gemacht. Mit, naja, Freunde wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber mit Gumbels und Gumbelines. Leute, die man halt kennt. Oh, dieser Haihammer, ey, der ist wirklich... Also der gefällt mir. Der Krabbenpanzer gefällt mir auch ziemlich gut, aber mit dem bin ich längst nicht so erfolgreich wie mit diesem Haihammer. Was soll ich jetzt sagen? Dann kann man sich da absprechen und dann schafft man das auch, aber auch nicht immer. Also, auch solche Teams können verlieren. So, wann geht's endlich los? Die Farbe, die leuchtet hier so cool. Liegt das... Ey, nee, schon wieder... Abbruch Nummer 2. Zwei verlorene Spiele. Zwei abgebrochene Verbindungen. Jawohl. So muss es sein. Also nur auf ein weiteres. Nein, wir wollen keinen Privatkampf. Nein, nicht mit Freunden. Weil es sind keine da. Jetzt bleiben wir eben im Lobbyaufzug einfach stehen, bis es losgeht. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel gespielt. Und das war schon fürs Nintendo-Netzwerk zu viel. Und hat mich dann einfach rausgeworfen. Na, endlich, der Kampf beginnt. Also, Runde 3. Runde 3. Zwei sind schon verloren. Runde 3 muss jetzt ein Sieg werden. Ansonsten war es das eben trotzdem für heute mit Splatoon 3. Und wir sind im Supermarkt und spritzen hier erstmal mit Orangensaft herum. Orangensaft ist gesund. Und macht kugelrund. Nee. Mir fiel jetzt kein anderer Spruch ein. Orangensaft ist gesund, Splatoon, das ist bunt. Ja, so rum wird ein Schuh draus. So, jetzt... Ich war ja gestern noch im Disneyland Paris. Ich bin jetzt eben erst zurück. Wollte ich noch beiläufig erwähnen, weil ich war im Urlaub im Disneyland Paris. Und da fällt mir ein, jetzt fragt ihr euch, was hat das jetzt mit Splatoon zu tun? Player ist weg, jawohl. Ich stelle mir gerade vor, die Japaner könnten auch irgendwann aus Splatoon so einen Vergnügungspark machen, wo man da mit echter Farbe rumspritzen kann. Ja, das fände ich ziemlich lustig und dann kann man sich als Inklinge verkleiden oder als Octolinge. Und dann hat man so einen Anzug vielleicht an, der wo dann die Punkte zählt. Oder nee, man muss ja einfärben. Nee, dann wo der Boden irgendwie dann... Aber wie soll denn das gehen, wenn sich die Farbe vermischt? Oh, stelle ich mir aber auch irgendwie cool vor. Lustig vor. Autsch. Ich will den Haihammer. Na, Chu erledigt. Ja, Chu. Der soll mal schön wieder seine, wie heißen sie? Musik aus der Bohne oder wie das Gerümpel heißt. Drehen und soll hier die Splatooner hier in Ruhe lassen. Autsch. Das ist so blau-violett. Die üben schon für T
Intim süß. Ja, so richtig schön süß. Rosa und lila. Vielleicht noch mit Glitzer drauf. Okay, sagt der, der im Disneyland war. Egal. ich mache nur Spaß und spiele nur eine Rolle, weil ich bin der Echte. Ja, also ich bin der echte Kip. Ja. Könnt ihr gerne nachgucken. Guckt gerne mal nach auf Google. Der echte Kip. So. Oh, die letzte Minute ist angebrochen. Now or Never. Nennt mich verrückt, aber ich fand diesen Now or Never Song wirklich von Splatoon 2 noch am besten und von Splatoon 1 auch. Der vom dritten, den finde ich jetzt ein bisschen, ouch. Tschu, das war nicht nett. Lebenslanges Mantaro-Fangirl. Ach, das ist auch noch ein Mädel. Oh. Na egal. Aber die Musik ist trotzdem allererste Sahne. So, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und das war's. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob wir gewinnen oder verlieren, aber es sieht gut aus und jawohl, mit 56% ein Färbeergebnis, ein ordentliches Ergebnis für Team Kip. Oh, Octospen YT, das hat er einen YouTube-Channel vielleicht. Oh, muss ich dann direkt gleich mal gucken, was der, die oder das. 14 Punkte, Einfärbpunkte. Auch noch die Stufe erhöht und unsere Badelatschen bekommen ein bisschen mehr Power. Oder wie man das nennt. So. Tja, bitte warten. Ja. So, Leute. Das war's für heute. Ich glitsche jetzt runter auf den Platz vor dem Inkopolis Tower. Ist das noch der Inkopolis Tower? Ist auch egal. Wie man sieht, da vorne ein Drachenkopf. Es wird schon fürs Splatfest aufgebaut. Los geht's. Samstag 1 Uhr. Ich weiß jetzt aber nicht, ob 1 Uhr mittags oder 1 Uhr in der Nacht heißt. Da muss ich dann nochmal gucken. Wie gesagt, ich wäre sehr, sehr gerne live, aber aus technischen Gründen geht das nicht. Aber ich werde euch laufen halten. Bleibt neugierig, bleibt spritzig. Und das war's. Kip Supernova over and out.